Der Westweg hat mich wieder. Bis nachher. Barfußschuhen unterwegs. Der Hunsbach und Aufstieg zur Hornisgrinde. Deines Telefons ist verloren gegangen. Da unten kann man den Bildsee sehen. Gute Nacht. Morgen, Leute. Ich habe relativ gut geschlafen. Bin von einer Mücke ein bisschen genervt worden, aber alles okay. Und hier ist die sogenannte Grindenlandschaft, also alles Heide und Bannwald. Wunderschön. Ich mache mich heute auf den Weg. Es ist frisch, sehr frisch. Ich weiß es nicht. Angesagt haben sie 11 Grad heute Nacht. Ich bin wieder unterwegs. Bin sehr froh, dass ich da oben bei der Wildseehütte oder sowas, so ein kleiner Dachüberstand, dort mein Isomatte Schlafsack ausrollen konnte. Damit ich nicht so viel Tau habe und auch ein bisschen weg von der Schwarzwald-Hochstraße. Hier mal ein kleiner Überblick, wo ich gewandert bin. Da ist Vorbach, Vorbach Bahnhof. Dann ging es hier den steilen Aufstieg mit einer kleinen Erholungsphase, wieder Aufstieg bis Wegscheid. Dann war es wieder hier relativ flach zur Schwarztalsperre. Da ging es dann, glaube ich, und dann Hunseck. Dann hier habe ich dann die Schwarzwald-Hochstraße immer wieder gehört. Hochkopf, Moorkopf, Großmoor, Ochsenstall, Hornesgrinde, Mummelsee, wieder ein ganz steiler Abstieg. Und dann ging es relativ mittelsteil vom vom Mummelsee, Schwarzkopf hoch. Bis ich dann beim Wildsee vorbeigekommen bin, Darmstädter Hütte, Wildsee, und jetzt bin ich hier und jetzt geht's hier weiter. Es ist 9 Uhr und ich habe hier eine Bank gefunden und jetzt ist Frühstückszeit. Oh, da freue ich mich drauf. Einmal Ritter, Zucchini, Knäckebrot
und Himbeersaft. Grasrouten laufen runter zum Glaswaldsee. Dort möchte ich heute übernachten. Der Mond reflektiert sich im Glaswaldsee. Die Entenfamilie macht ihre morgendliche Runde. Ich habe hier in der Glaswaldhütte übernachtet. So trüb sieht das Seewasser aus. So, das war mal ein steiler Anstieg. Hier geht es jetzt weiter mit dem Anstieg. Schritt für Schritt. Guck mal hier, die Wurzeln freigeschwemmt. Oh, der Juliusbrunnen, das ist jetzt willkommen. Seit späten Nachmittag gestern habe ich nämlich kein Wasser mehr gehabt und keinen Brunnen gefunden. Keine Kneipe, nichts. Jetzt habe ich mal hier etwas mehr als 2 Liter aufgefüllt, selbst noch 1,5 Liter getrunken. Und natürliches Quellwasser zum Wohl. Nach meinem zweiten Anstieg aus der Richtung geht's gleich weiter in diese Richtung. Und ich bin jetzt bei der Haaghütte angekommen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, das ist eine Hütte. Geöffnet ist und ich habe mal gerade die Fenster aufgemacht, so sieht es hier drinnen aus, das ist ja interessant. Die Tonne da, ein paar Kerzen, 4 Betten und eine Bank. Hier so Kleinigkeiten. Na gut, ich weiß nicht warum hier die offen ist, aber interessant ist es schon. Leider wird es halt an den Wänden so dekoriert, was ich schade finde. Bin auf dem Brandenkopf angelangt. Heiß, aber kein Windzug. Aus der Erfahrung von gestern tue ich lieber noch mal auffüllen, wo ich die Gelegenheit habe. Auch wenn es mich 5 bis 10 Minuten dauert. Denn er dröbbelt.
Die Kinzig in Hausach. So, bin wieder zu Hause, Akku leer gewesen, aber wenn man so 3 Tage in der Natur war, dann merkt man mal, wie laut die Stadt ist. Und tschüss Leute, das waren meine Eindrücke von 3 Tage Westweg. Ciao.